Herzlich willkommen wieder auf Hockey TV beim U11-Spiel zwischen der Spielgemeinschaft aus Kirchen-Prinzendorf gegen die Spielgemeinschaft aus Alt-Lichtenwart, Herrn Baumgarten und Bernhardsthal. Hier die Aufstellung der Gastgeber aus Prinzendorf. Und die Tabelle im momentan nach 6 Spielen. Hauskirchen, Prinzendorf an zweiter Stelle mit 13 Punkten und der Gegner aus Alt-Lichtenwart gleich dahinter mit 8 Punkten. Da geht es also um den zweiten Platz. Hauskirchen könnte mit einem Sieg diesen fixieren. Das ist das große Ziel der Gastgeber aus Hauskirchen, Prinzendorf hier in Blau-Gelb von links nach rechts spielen in der ersten Spielhälfte und die Gäste aus Alt-Lichtenwart in Grün-Weiß. Ja, und die legen gleich mal los, verlieren den Ball aber im Mittelfeld. Da ist Oliver Grafeneder mit der Nummer 6. Geht durch auf der rechten Seite. Haken, noch einmal. Und abgeblockt. Erste Chance dahin. Dann kurze Zeit später wieder als Lichtenwart. Die Nummer 3, auf den sollten sie Acht geben. Schöner Pass durch die Mitte. Noch einmal ein schöner Pass auf die rechte Seite und er trifft das Außennetz. Erste Chance für die Gäste aus Alt-Lichtenwart durch die Nummer 11. Und Foulspiel, Freistoß für die Spielgemeinschaft Hauskirchen-Prinzendorf. Kevin Mann kommt an den Ball, aber er jagt den Ball übers Tor. Keine Gefahr für das Gehäuse der Gäste. Ja, Anfangsphase gehört den Gastgebern in Blau-Gelb. Wieder eine Chance. Und gut gehalten vom Gästekeeper. Es bleibt beim 0:0. Dann aber wieder die Gäste. Mittelfeldgeplänkel hier. Dann Pass in die Spitze zu Franz Engert. Der setzt sich hier gegen zwei durch, geht am dritten vorbei. Auf der linken Seite geht runter. Und sein Schuss, ein eher harmloser Ball, wird zum unhaltbaren Geschoss für den Torhüter. Es steht 1:0 in der 11. Spielminute. Hier noch einmal in der Wiederholung. Ja, da sieht der Goalie nicht gut aus. Aber das ist den Hauskirchen-Prinzendorfern egal, sie führen mit 1:0 und sind dem Ziel ein Stückchen näher gekommen. Dann schöner Doppelpass zwischen der Nummer 3 und der Nummer 9. Das sind die beiden Spielmacher bei Alt-Lichtenwart. Schuss mit links, aber kein Problem für Torhüter Stefan Wiesinger. Dann wieder eine Chance für Hauskirchen, die jetzt ihr Spiel eher auf Konter auslegen. Bleiben wir wieder hängen. Wieder die Nummer 9. Schöner Pass auf rechts, aber da gibt es kein Durchkommen. Die Abwehr von Prinzendorf steht ganz sicher in der Anfangsphase. Dann wieder eine Chance für Oliver Grafeneder, aber der Ball geht übers Tor. Es bleibt beim 1:0. Aber Anfangsphase, wie gesagt, gehört den Gastgebern in Blau-Gelb. Die haben da einige Chancen. Aufs 2:0 auch. Aber die spielerisch bessere Mannschaft, das ist Alt-Lichtenwart. Hier die Nummer 3. Er ist der überragende Mann am Platz. Schöner Doppelpass wieder durch die Mitte, aber da gibt es kein Durchkommen. Dicht gestaffelte Abwehr von Prinzendorf. Schöner Pass in die Spitze. Und Oliver Grafeneder, und der legt sich den Ball zu weit vor. Wieder eine Chance dahin. Dann wieder weiter Ball, der kommt postwendend zurück auf die rechte Seite. Und Foul, Freistoß für die Gäste. Halbrechte Position. Circa 20 Meter zum Tor, Flanke. Und der Ball geht an Freund und Feind vorbei. Aber diese Freistöße, das kennen wir von den Profis. Die sind immer brandgefährlich. Dann wieder die Nummer 3. Super Pass in die Gasse auf die Nummer 9. Wieder zurück. Dann noch einmal ein sehr schöner Doppelpass. Wieder über links. Die Nummer 3
Flank in die Mitte und wieder an Freund und Feind vorbei. Ja, Lichtenwart wird jetzt stärker. Dann noch einmal. Oliver Grafeneder. Chance auf das 2:0, aber er wird abgeblockt. Ja, er kann es nicht fassen. Riesenchance aufs 2:0. Aber wie gesagt, die Gäste drängen jetzt, werden immer besser im Verlauf des Spiels. Wieder die Nummer 3. Probiert es aus der Distanz, wird abgeblockt. Versucht es noch einmal und wieder abgeblockt. Dann kommt er noch einmal an den Ball. Aber da gibt es einfach kein Durchkommen. In der Mitte steht Prinzendorf. Einfach zu gut. Aber erneut probiert es. Wieder schöner Pass auf die rechte Seite. Und schöner Pass in die Mitte, da steht die Nummer 9 ganz alleine und es steht 1:0. Verdienter Ausgleich. In der 21. Spielminute 1:1. Freistoß. Und abseits, aber herrliche Aktion, ein Seitfallzieher. Wir sehen uns das noch einmal in der Wiederholung an. Herrlich nimmt er den Ball. Ja, das wäre ein Tor gewesen. Hätte leider nicht gezählt, aber eine sehr schöne Aktion. Wieder die Nummer 3. Probiert jetzt immer öfter aus der Distanz. Diesmal verzieht er aber. Und kurze Zeit später kommt er noch einmal ein Ball. Und das war zu harmlos. Kein Problem für Stefan Wiesinger im Tor. Aber rollende Angriffe jetzt der Gäste. Und dann ein Elfmeterpfiff. Klares Foul im Strafraum an die Nummer 11. Wird hier von 3 Leuten in die Zange genommen. Klarer Elfmeter. Und wer tritt an? Natürlich die Nummer 3, der Spielmacher, der Altlichtenwarter. Und er verschießt über das Tor. Riesenchance auf den 2:1 Führungstreffer ausgelassen. Und im Gegenzug probieren es Prinzendorf noch einmal. Oliver Grafeneder scheitert am Gästekeeper. Noch einmal ein Angriff. Und dann war Pause. Pausenstand 1:1. Spannendes Spiel. Altlichtenwart, die bessere Mannschaft mit mehr Spielanteilen in der ersten Spielhälfte.